So it has come to this. Good men, torn from their kin, to rage and spill the blood of other men's foes. But we will not be forgotten. Shall be known, even when our bones are dust scattered on the wind. And our names will inspire the mighty to rise. Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu ein angezockt Video zu Troy Total War Saga. Das ist das dritte Spiel mittlerweile. Total War Saga ist ja kein komplettes Total War von mehreren oder von einem größeren Zeit. Es ist ja eher mal so ein kleiner Ausschnitt. Wir hatten ja anfangs was von Großbritannien, wo die Wikinger einmarschiert sind quasi, wo wir die Wikinger oder die Sachsen halt da spielen konnten. Dann gab es ja die drei Königreiche in China. Das habe ich aber leider nicht gespielt. Und ja, jetzt gab es kostenlos für einen Tag quasi Troy Total War Saga zu kaufen. Ich habe vergessen, ich wollte mal gucken, wie viel die anderen Spiele gekostet haben von der Total War Saga. Na, ich bin da mal nämlich 30 bis 40 Euro, weil im Epic Store ist Troy nämlich mit 50 Euro ausgeschrieben. Naja. Wie wollen wir beginnen? Leitet mich. Das ist mein erstes Tod. Nee, ist nicht mein erstes. Ich kenne mich aus. Aber hier ist schon mal die Ankündigung, wollte ich auch noch mal sagen, zu den Amazonen. Und wenn ich im Geschichtsunterricht aufgepasst habe, hatten die eigentlich immer nur eine Brust. Warum auch immer, ich weiß es nicht mehr. Damit sie besser Bogen schießen können? So, ich kenne mich mit Kampagnen und Gefechten aus und möchte nur über neue Funktionen informiert werden. Ach komm, wir kommen allein klar. Nee, nochmal kurz zurück. Nein, ich will nicht das Spiel verlassen. Achilles. Den mag ich nicht. Den hat Brad Pitt damals gespielt. In der Verfilmung von Troja. Mister, ich habe hässliche Füße. Ich brauche Stiefel, obwohl sie historisch nicht korrekt sind. Egal, ich brauche Stiefel. Ich kenne mich jetzt mit der Geschichte nicht so gut aus. Also in Troja, ich weiß, dass es da durch so eine Liebe leider irgendwie Krieg gab, was ich mir nicht vorstellen kann. Da muss ein bisschen mehr passieren als nur ein Pärchen. Hektor. Ja, der verliert ja gegen Achilles, das weiß ich noch. Paris... Nee. Sieht aus wie so ein Legolas. Den kann ich nicht aussprechen. Aeneas und Sarpedon? Der einzige, der mir irgendwie zusagt, ist irgendwie der von Sparta. Menelaos. Odysseus. Kann mich hier nicht. Kann mich hier nicht entscheiden. Das ist Hektor. Gibt es da eine Information, was Hektor machen muss? Hektor mit dem schimmernden Helm. Held Trojas, Erbe von König Priamos. Ist bekannt für seinen Mut, bedingungslose Hingabe, bla bla bla. Sieht auch sehr afrikanisch aus hier. Das gefällt mir, der Rüstungsstil. Wäre was für Conan.
Der Helm gefällt mir nicht, das Schild gefällt mir ganz gut. Ich möchte aber keinen Danaer spielen. Agamemnon. Ist leicht. Ach, eigentlich Sparta, oder? Nee, komm, ich nehme die Trojaner. Die haben wir, glaube ich, verloren, ne? Komm, wir spielen jetzt... Ach, komm, wir nehmen Hector. Diesmal killen wir Achilles. I stand firm for my city. Jawohl. Warum steht das automatisch auch schwer? Wieso ist das automatisch auch schwer? Dann lassen wir das mal so. Diese Fraktion kann keine Heldenklasse rekrutieren. Bogenschütze? Die können keine Bogenschützen rekrutieren? Willst du mich verarschen? Ja, wir nehmen die jetzt einfach mal. Ein Nachteil, was ich schon gelesen habe, also es... Sind wir lediglich... Ich warte erst, bis er ausgesprochen hat. Oder sind sie ein Vorwand, um unsere eigene Torheit zu rechtfertigen? He's taken her! He's taken my friend! You've risked the safety of Troy. Troy is my home now. You have my oath, brother. She will be returned to you. Brother, I can fight. Go, seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. Die Rüstung sieht irgendwie japanisch aus, oder? Der Zorn Achaeas wird Troja ereilen. Ares handelte aus Liebe, doch er hat den Krieg gebracht. Ob die Mauern von Ilion standhalten werden, wissen nur die Götter. Hector, der älteste Sohn des Primaos. Sammelt seine Truppen und sucht Verbündete, um die Verteidigung Trojas gegen die Mächte... Ach, kann ich nicht aussprechen. Gegen die Bösen zu verteidigen. Ah, sieht schön aus mit dem Pergament, auch im Hintergrund. Paris of Troy must pay! Ja, der Paris, der Rammler. O Kriegertöter Hektor, die Söhne Achaeas werden mit 1000 Schiffen über das Meer segeln. Nicht nur wegen Helena, sondern auch um Troja und seine Bewohner auszulöschen. Brother, your foolish passion has doomed us. Aus der Stadt Seleia herrscht ihr über die innerste Region der Troas. Prinz Paris hat die schöne Helena in seiner Rücksichtslosigkeit an die Küste Trojas gebracht. Die Vergeltung hat bereits begonnen. Der Süden wurde von Äolern attackiert. Der Überfall kam aus Lesbos, doch noch beherrschen sie die Insel nicht vollständig. Im Norden hält Aeneas für Troja den Hellespont. Fear not, noble cousins. I stand with you. Auf den Inseln im Westen schützt euer von den Göttern gesegneter Bruder Troilos die Küstengewässer im Namen eures Vaters, König Priamos. Ihr müsst die verschiedenen Streitkräfte Trojas vereinen, um die drohende Rache Achaeas abzuwehren. So, ba-ba-ba-ba. Troja kann sich seinen Feinden nicht allein stellen. Ja, wir müssen da
Geh mal weg, alter Mann. Besiegt den Feind. Ziele. Besiegt eine Armee der folgenden Makaria. Das ist halt immer so eine Standardgeschichte bei Total War. Wo sind die denn? Die Makaria. Für mich sieht erstmal gerade noch alles gleich aus, irgendwie. Okay, mit denen sind wir wohl im Krieg. Was seid ihr für Typen? Skepsis. Nee, seid ihr keine Makaria. Oder was bedeutet dieses Symbol? Unfreundlich? Verschlechtert sich, okay. Noch nicht Kriegssymbol. Das sind die Makaria, okay. Also so weit ist die Karte. Ich glaube, man kann nur hier die ganzen Küstenregionen spielen. Ich glaube, ein bisschen von Afrika. Oder vielleicht doch die komplette Map. Aber mehr ist es dann halt nicht. Wenn ich an dieses Medieval damals 2 denke, da konntest du komplett Europa, Nordafrika und dann konntest du da noch bis Jerusalem darunter ballern und kämpfen. Das war schon richtig viel. Ich steige hier echt noch nicht durch, wer was von unseren Leuten ist, aber es spielt sich ein. Und ich erkenne auch nicht, ist das jetzt Hector hier? Ich erkenne gerade echt nicht, was meine Ländereien sind und was nicht. Troja müsste mir gehören. Hector von Troja. Weil hier sind ja andere Verbündete. Das ist ja die Helena, mit der Paris da gevögelt hat. Und das sind ja alles nicht meine Ländereien hier. Und hier sollten wir unseren Bruder unterstützen, oder was hier war. Das ist Lesbos. Ja, also eins, was ich schon mal weiß, was ich schon gelesen habe, ist, wir haben, die versuchen hier das historische, den historischen Teil rüberzubringen. Das heißt, wir haben keine Minotauren oder sonst irgendwelche, Monster oder mythische Tiere, Wesen gibt's einfach nicht. Das Einzige, was wir hier so haben, sind so, ja, ich sag mal, Minotaur ist so ein Typ, der hat irgend so einen besonderen Skelettkopf oder so. Es gibt schon so mystische Charaktere, die sind aber alle menschlich. Und alle auch nicht überpowered, genau wie auch unsere Helden. Es ist nicht wie bei Warhammer, bei Total War Warhammer, dass die halt auch die einzigen Helden da richtig groß reinbashen können. Das ist hier nicht. Wir haben keine Katapulte, wir haben hier sehr viel Infanterie. Und darum haben sie jetzt hier auch eingeführt bei der Infanterie leichte, mittlere und schwere. Schwere ist dafür langsamer, mittlere und leichte sind schneller, mittlere sind wahrscheinlich die Allrounder etc. Dafür haben wir jetzt auch mehrere Ressourcen. Nahrung, Holz, Stein, Bronze und Gold. Und das brauchen wir alles, um natürlich zu bauen. Ich weiß aber nicht, wie das Wirtschaftsding hier ist mit dem Handeln. Das kann ich auch nicht sagen. Ist das jetzt mein Typ hier? Not a chance. Okay. Ist das mein Typ? Ach, das ist schon Hector. Also sind die Pferdetypen auch meine Leute oder was? Ich komme jetzt zumindest ins Baumenü rein. Das ist schon mal, dann bin ich hier bei den Pferdeleuten. Ich hätte jetzt gedacht, dass Troja mir gehört. Hm. Naja. Den hauen wir erstmal auf die Mütze. Das heißt. Hector! Ja, mein Tag und Nacht wechseln? Nee, ne? Hector möchte rekrutieren. Was haben wir denn hier? Ein Speerwerfer. Milizkriegsbande. Trojanische Krieger. Schwertkämpfer, dann kosten die Nahrung. Die nehmen sich ja nichts hier fast. Was haben wir hier? Wie gut sind denn die Speerwerfer? Wir machen mal. Speerwerfer, 2 Stück. Dann warten wir eine Runde. Zusätzlich können wir schon irgendwas ausbauen. Wir haben ein bisschen Ressourcen. Zelia uns auch.
Das gehört uns nicht, das nehmen wir aber noch ein. Hier haben wir eine Hafenstadt, können wir aber nicht weiter aufbauen. Was können wir hier bauen? Ein Turm zur Verteidigung. Ist eine Hafenstadt, ist ja nicht verkehrt. Machen wir auch. Komm, wir bauen hier ein Türmchen. Abwehrfähigkeiten. Okay. So, dann machen wir mal kurz. Was haben wir hier? Mission, das ist klar. Provinzen. Haben wir keinen Forschungsbaum, wo wir irgendwie was erforschen können? Provinzen. Ereignisse. Ich muss hier auch erstmal wieder klarkommen. Verzeiht mir, ich habe jetzt auch königliche Erlasse, Diplomatie, göttlicher Wille. Ja, das ist das Einzige, wo so Götter ein bisschen uns beeinflussen können. Ich weiß aber auch nicht, da müssen wir was bauen für oder was? Es gibt zwei wichtige religiöse Rituale, durch die ihr den Göttern des Olymps interagieren könnt. Die Hekatombe und das Gebet. Hekatombe. Denkt sich solche Wörter aus. Die Hekatombe verleiht euch die Gunst einer Gottheit. Um sie durchführen müsst ihr zuerst auf das Porträt auf dem Symbol klicken. Sollen wir Opfer zu Ehren des Götters bringen? Aha. Das Gebet verleiht euch Effekte, die für jede Gottheit einzigartig sind und sich mit der Kultstufe verbessern. Um sie durchzuführen, müsst ihr zuerst auf das Porträt. Ja, klar. Ja. Gut, dann müsste man jetzt genau gucken, was bringen uns die? Das kostet und was bringt das? Irgendwas mit Agenten? Ich glaube, das lasse ich erstmal am Anfang weg. So, ich mache mal nächste Runde hier. Priamos Erbe. Überlegung des Priamos. König Priamos wägt noch immer ab, welchen seiner beiden Söhne er zum Thronerben von Troja ernennen sollte. Ah, okay. Wir gehören noch nicht. Troja gehört noch nicht uns oder was? Die jüngsten Ereignisse haben ihm der endgültigen Entscheidung in dieser Sache näher gebracht. Priamos Wohlwollen gegenüber eurem Bruder hat sich um 4 geändert. Aha. Das heißt, er bevorzugt meinen Bruder jetzt oder was? So, ein Sackgesicht. Truppen ausheben. Unterhaltet mindestens 12 Einheiten. Ja, machen wir. Verkündet einen königlichen Erlass. Machen wir. Königlicher Erlass. So. Ja, und ich kann keinen ausrufen. Weil mir irgendwas fehlt. Ein Ausschalten Informationen. Ja. Kornspeicher, Nahrung, Wachstum. Wachstum ist immer gut am Anfang, weil wir wollen ja viel bauen. Und wir müssen sowieso erstmal eine Armee aufbauen. Das wäre auch gut, wenn wir Rekrutierungskosten entweder mindern oder Baukosten. 80 Stein pro Runde. 100 Holz pro Runde. Aha. 20 Gold pro Runde. Ich bin goldgierig. Wir nehmen erstmal das Gold. Was haben wir hier noch gehabt? Das war eine Mission. So, jetzt haben wir hier 9 Einheiten. Und dann greifen wir den mal an da. Er hat auch sehr viele Speerwerfer. Nee, es ist. Haha. Schleuderer.
Ich habe noch nie was von diesen Einheiten wie Steine schleudern gehalten. Oh, wir sind in der Überzahl. Wir kriegen noch Verstärkung oder was? Egal, eine Schlacht müssen wir mal schlagen. Will mal sehen, wie das aussieht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich die Verbündeten herbekomme. So, trocken ist super. Keine Effekte. Was hier auch sein soll in dem Spiel, man hat jetzt hier auf, hohes Gras eingeführt. Das sollte mal ein bisschen getarnt sein, wie in Wäldern. Und Matsch oder so. Aber wir haben jetzt hier gar nichts davon. Wir haben ein bisschen Wald. Wahrscheinlich mit nervenden Zikaden. Bei dem warmen Wetter. Die eigentlich zum Schlafen lassen. Scheißviecher. So. Wachen. Das sind bestimmt schwere Einheiten. Das sind bestimmt ganz leichte. Steht aber auch nicht drin. Ich hätte gerne nur mal interessiert, woran ich erkenne, schwere Infanterie oder leichte Infanterie. So, dann würde ich sagen, starten. Den Göttern sei Dank. Verstärkung! So, ich schwäche meine Mitte. Der Sieg ist zum Greifen nah. Ich weiß noch nicht, wie viel die Helden aushalten. Das müssen wir gleich testen. Ach, die sind ja gleich hinter mir gewesen. Ist ja praktisch. Oh, Truppen. Kommt ihr? Wollt ihr auch nochmal kämpfen? Oh, wir können hier Ausfall machen. Falls sie hier in diesen Wald reingehen, können die da beschossen werden. Die Truppen dahin. Ich hätte ja gern gehabt, dass sie mich im Wald angreifen, aber irgendwie wollen die nicht. Los, zu den Zikadenbäumen! Hier ist noch eine... Ah! Ich glaube, die sind schüchtern. Ja, wir sind eigentlich in der Überzahl. Da braucht man eigentlich nicht groß taktieren irgendwie. Immer was anderes Abgefahrenes. Ich brauche meine komplette... Kommt mal hier zu diesem Ballistenteam hin. Dann habe ich auch an Bildern gesehen, es gab so Einzelfights von den Helden her. Da müsste man auch aufpassen, dass wir unseren Helden ja mit Kämpfen ein bisschen ausleveln, wenn das geht. So. Ab da, ja. In good order, ja. Hier, weiter. So, ich bin mal gespannt, wie jetzt unsere... wie die Reichweite ist. Hier auf die Einheiten. Gucken. Oh, die kommen durch.
Da rennt meine Rense zurück. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Attacke! Ach komm, haut alle drauf da! Boxe weg! Oh, hier hol den Held! Ah, Weg abschneiden. Hier in die Mitte rein. Habt ihr die endlich da gekillt? Ah, treiben wir sie schön in die Mitte. Ist doch nicht so gut gelaufen, wie ich es mir gedacht habe eigentlich. Jetzt gucken wir mal, wie der da reinhaut. Ah, jetzt rennen die auch. Bleibt stehen, ich will euch prügeln. Oh, habt ihr gesehen, der einen hat den Rücken gepiekst. Okay. Die formieren sich. Hier auf den. Wobei, einer kann noch ein bisschen darauf ballern. Kommen da von hinten mit dem Bogen. Wenn die Bewegungen sind, hält er nicht. Ja, schön von der Seite. Das war gut. Das war gut. Oh, jetzt schlachtet sie ab. Kann man irgendwie vorspulen? Los, schlachten! Die haben mehr ausgehalten, als ich eigentlich gedacht hätte. Klar, wir haben gewonnen, aber... Das war jetzt nicht so gut, fand ich. Entkommen. Achso, das war die Animation, die ich gesehen habe. Hat leider überlebt. So, das kennen wir ja schon. Gegen Güter tauschen. Was können wir denn gegen Güter tauschen? Moral der Einheiten. Blutvergießen. Wir können auch Einheiten füllen. Machen wir mal. The gods smile on me. Ach, wir waren noch sehr nah an der Stadt. Darum haben wir Unterstützung bekommen. Okay. Ja, dann würde ich auch demnächst... Ich weiß nicht, wie die Verteidigung aussieht, dieser Stadt. Können wir auch... Nein. Bolster the defenses. Ich würde mal sagen, wir rekrutieren noch mal ein bisschen. Was haben wir so an Nahrung? Von denen hätte ich gern noch welche. Aber wir können nur 3 Einheiten auf einmal rekrutieren.
Oh, warte mal, da hat irgendwas geleuchtet. Was ist das? Rang 2, er ist aufgestiegen. Jetzt können wir hier was auswählen. Göttlicher Fokus. 2,5 Trefferpunkte deines Helden. Macht mehr Waffenschaden. Das sieht natürlich gut aus, dass er sich auf den Helm stellt. Bezwingen. Fähigkeit bezwingen. Bezwingen 15 Sekunden lang. Wirkt auf sich selbst. Wirkt sich auch auf Verbündete in Reichweite von 40 Metern aus. Bezwingen Sturmangriff und Geschwindigkeit. Das ist nur auf sich selbst. Nee, ich mag es, wenn ich so meine Einheiten auch noch ein bisschen verbessern kann, die in einer, nebenan stehen. Ach, hier hätte man auch gesehen, was es bringt. Es hätte uns mehr Lebenspunkte gebracht. Ah, egal. Dann würde ich sagen, warten wir noch eine Runde und dann greifen wir die da an. Soll sich ja nicht so lange erholen, ne? Oder so schnell erholen. Truppenaushebungen. Haben wir gehabt. So, Überlegungen des Priamos. König Priamos wägt noch immer ab. Welchen seiner beiden Söhne? Ja, bla bla bla. Priamos wohlwollend gegenüber. Schon wieder. So. Grundsteinlegung. Erbaut ein Gebäude. Ja, haben wir gemacht. Was können wir hier bauen? In Zellalia. Irgendwas Göttliches? Was ist das? Ein Tempel? Ein Tempel oder eine Verwaltung? Hm. Also wir haben 4 Gebäudestrukturen, ja. Was bringen denn die so? Kosten erstmal richtig viel Holz. Guck da ganz schnell durch. Ich lese jetzt da nichts vor, weil ich nur ganz kurz lesen will, was ich da vielleicht nutzen kann. Das ist jetzt nicht leicht. Bauen wir erstmal was anderes. Komm, da ist viel Platz und da haben wir noch nichts. Wir bauen da was mit Nahrung. Ich hab da gerade was mit Nahrung gesehen. Da Viehhaltung oder so. Mach mal. Not, man kann es ja abreißen. Agenten können wir auch rekrutieren. Aber nicht da. Oh, Elektra. Achso, es gibt Gesandter, Spion und ja, Gesandter, okay. Na gut. Dann versuchen wir mal. Troy endures. Hä? Warum wurden die jetzt erobert? Das ist halt doof. Und frech. Das sind ja die, mit denen ich ja nicht mehr in den Krieg, oder? Wo ist denn Diplomatie? Diplomatie war hier oben. Ja, das sind nämlich gute hier. Kann man nicht nebenbei auf der Karte gucken? Halt doch mal die Fresse da. Oh, das ist natürlich doof. Achso, BASD war es immer wieder. So.
Mit dir bin ich gut. Neutral. Aber die mit dem fast selben Symbol müssten ja meine Feinde sein. Ich suche nur irgendwelche Gegner, die man jetzt so ein bisschen nebenbei töten kann. Ah, mit dem bin ich im Krieg. Das sind auch die einzigen, ne? Okay. Dann wissen wir doch, wo wir hinfahren. Mit Hektorchen. Gucken wir uns das doch mal unten an. Ah, Paris, die Ratte. Hat sich da mein Land angeeignet. Und dann war es das für diese Runde. Ach, der überlegt immer noch. Aber hat sich um zwei gering geändert. Was will er mir sagen? Gibt's... Verbessert eure Siedlungsgebäude. Haben wir schon gemacht, oder? Familienstammbaum gibt's ja hier nicht, wie bei den anderen Spielen. Ja, wir haben noch Gold, aber wir kriegen nicht so viel Gold. Aktionsweit. Oder plus 20 Gold aus den Gebäuden, die E-Gold produzieren. Hm. Ah, sowas gefällt mir. Ah, wir haben mit. Die Troja ist mit. Die Troja sind wir defensiv verbündet. Im Krieg sind wir nur mit dem einen Typen hier: Makaria. Okay. Können wir noch irgendwas bauen in meinen Ländereien? Wir können die Basis aufwerten. Kostet 1000, machen wir mal. Also wir haben ja nicht viel. Ich hätte jetzt gerne noch hier Gagara gehabt, aber leider kam mir ja so ein Idiot da entgegen. Oh, wir könnten die wegnehmen. Kommando zurück, Hektorchen. Holen wir uns doch die hier. Die sieht leichter aus einzunehmen. Ach, da ist auch dieses Arschloch. Vielleicht drängen wir ihn nochmal in diese Richtung. Dann kann er nochmal Gagara einnehmen, damit wir es einnehmen können. Dann würde ich sagen, warten wir auf. Wir brauchen eh wieder Holz. Oder er greift mich an. Okay. Versuchen wir es. Kommen wir von Schiffen? Oh, nee, das finde ich doof. Warum kommen wir jetzt nicht von Schiffen? Was ist das? Ah, Verstärkungssymbol. Okay. Was haben wir hier? Was ist das hier? Das ist das wahrscheinlich dieses hohe Gras, von dem man so spricht. Das müssen wir überlegen. Wir sind ja eigentlich ein bisschen Unterzahl, ne? Dieser Hügel ist schon mal Porno. Der ist geil. Ich weiß aber nicht, ob die mich angreifen. Das ist das Ding. Kann ich nicht machen? Ah, oh, der ist nicht bemannbar. Ja, hier ist... Weiß ich nicht. Das ist auch ein schöner Hügel. Der gefällt mir sehr gut. Haben die schon absichtlich gemacht bei dieser Map, ne? Es lädt so ein, Truppen hier zu stationieren, die nicht angegriffen werden können, hier so eine Linie zu ziehen und Spaß zu haben. Ich überlege noch. Was mir auch fehlt, ist irgendwie, gibt es hier eine Info? Ah. Was für eine Reichweite habt ihr? 100 Meter wahrscheinlich. 150. Mhm.
Ich weiß nicht, ob die Bäume hier so gut Deckung geben. Es ist ja nicht so ein Wald, wie man sonst so... Die dürften wahrscheinlich nicht viel Deckung geben. Ich überlege gerade nur, wie ich die ärgern kann. Sind sie schnell? Oh, die Rüstung ist weniger. Die sind ja gar nicht so gut, die Schwertkämpfer, ha? Gut, ihr seid mein Zentrum, ihr flankiert und das ist alles mein Zentrum. Das ist nicht so ganz geheuer hier. Was ich auch schade finde, die Einheiten haben nicht so Fähigkeiten, Formation festlegen irgendwie. Kommt das noch oder können die es einfach nicht, weil die doof sind? Der kann es aber auch nicht. Ah, man kann einzelne Sachen gruppieren. Das finde ich schon mal gut. Kann ich hier auch gruppieren? Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Das heißt, wenn ich jetzt auf einen... Ich gehe mal mit dem Maus weg. Das ist doof. Dann will ich die komplette Gruppe... Ah, da klicken. Ah, das gefällt mir. Das ging, glaube ich, früher nicht. Fantastisch. Das gefällt mir wirklich. Das ist eine gute Erneuerung. Das ist wirklich was, was mir gefällt. Weil wenn ich so eine Linie habe, möchte ich auch, dass die Linie zusammenhandelt. Wenn ich jetzt natürlich die Linie da zusammenbricht, löse ich die Formation auf, dann brauche ich die nicht als Gruppierung. Aber gerade bei den Bogenschützen, ich könnte sie auch noch später 50-50 machen. Aber das gefällt mir erstmal so. Ich glaube, wir machen das auch 50-50. Warte mal ganz kurz, mach das mal weg. Machen wir das so, linke Flanke. Ohne dich. Habe ich nicht gewählt, geh weg. Das ist eine Gruppierung. Und dann die anderen beiden. So können wir zwei Ziele beschießen. Das gefällt mir. Starten wir mal den Kampf. Mit der Position bin ich noch nicht so ganz glücklich. Der Feind bekommt Verstärkung. Vielleicht wäre es auch ratsamer gewesen. Ach, der kriegt gleich die Verstärkung. Bei anderen Total Wars kann es sein, dass es manchmal irgendwo anders auf der Karte ist. Aber es wurde da ja schon angezeigt und es kann sein, dass sie verzögert ist, dass die Armee quasi schon hier auf der Mitte ist, quasi von dem Typen, und die andere ist noch so weit weg. Das heißt, man hätte Möglichkeit, erstmal mit einem schnellen Angriff den anderen erstmal zu schwächen, bevor die sich zusammenbündeln. Wir haben jetzt, wenn diese zusammengebündelt sind, ich spule ein bisschen vor, die sollen mich ja angreifen. Ich hoffe, ich habe mich gut eingeigelt. Oder die warten, pass auf. Es ist ja gerade hier richtig 50-50 eigentlich. Es ist Raumtemperatur 28,7 auf diesem Schlachtfeld. Es ist scheiße warm. Aber zum Setting passt es. Ach, Griechenland. So, machen wir Play hier. Mit deinem Bogenschützen Reichweite? Und Gruppierung 2 sollte ich mir ruhig den schon mal vorne nehmen da. Was sind das denn für Leute? Sind das Nahkampfwaffen? Junge Speerträger. Geringe Moral. Wurftypen. Da kommen die Schleuderer. Da ist nur eine Einzelne. Ach, ich hätte das nutzen können, das hohe Gras. Ich Horst. Jetzt habe ich das hohe Gras nicht benutzt. Schande. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Kommt mal zurück da. Rück. Okay.
Okay, auf die nächsten Schleuderer. Die Infanterie ist so weit weg. Das heißt, wir können mit den Schleuderern oder sonst was raus. Nein. Wieder in Formation, bitte. Ne, Hector bleibt mal hinten. Ich laufe nicht. That works. Okay, zurück. Hier. Oder auf die da. Oh, der hat sie gebufft. Okay, Hector. Fight. Zeig, was du kannst. So, ich kann auch buffen. Genau, auf die Mitte. Ja, ist klar. Auf die Seite. Ja, die rechte Flanke macht mir gerade Sorgen. Junge, was machst du? Kämpfen. Und jetzt schön von hinten ran. Ich liebe es von hinten. Also jetzt nicht sexuell, aber hier schön bei den Gegnern immer rein zu marschieren. So, gibt's hier einen Heldenkampf? Oh ja, gibt es wirklich. Los, Hector, mach deinen ersten Kill, Mann. Hector, 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 Hector. Na los, Hector. Kill die Pussy. Die Pussy läuft. Okay, Hector ist cool. Die Einheiten laufen, das ist scheiße. Bei Ares, eure Krieger sammeln sich. Strike true! Hades hat den feindlichen Helden zu sich geholt. Das ist hervorragend. So. Der andere Held wäre auch noch gut, wenn er stirbt. Feinde ohne Führung sind immer gut. Aber der hier scheint noch viel zu stark zu sein. Ja, die anderen entkommen. Schade. Der entkommt auch. Okay. Die krepieren gar nicht so schnell, wie ich es erhofft habe. Aber ich habe jetzt auch nicht mit gerechnet, dass der mich gleich angreift. Das ist nicht so Total War typisch. Na gut, den einen haben wir wenigstens gekillt. Ich weiß nicht, Speer so als Hauptwaffe finde ich ein bisschen... So, und hier füllen wir auch unsere Einheiten wieder auf. Hat sich um 3 geändert, das raff ich nicht hier. Also das weiß ich nicht. Für die Götter.
sorgt dafür, dass folgendes Gebäude gebaut wird. Altar des Poseidon. Okay, können wir bauen. Ja, 20 Einheiten. Knapper Sieg. Ja. Ja, gut, den kann ich nicht aussprechen. Gut, dass er tot ist. Ich hätte gern das hier gehabt. Das ist bestimmt wie bei den generell bei Warhammer. Wenn du einen kompletten Sektor hast, kriegst du halt irgendwie einen Vorteil. Na, das ist ein komplettes Gebiet. Ein Bundesland. Bundesland Ide. Naja. Agenten rekrutieren können wir nicht. Wir könnten einen Held rekrutieren. Das kostet aber ganz schön viel Nahrung. Das lassen wir noch mal ein bisschen. So, was ich jetzt nochmal machen will, die Stadt erobern. Und dann soll es auch erstmal gewesen sein. Make them pay. Kodros. Ah, wir sind noch alle angeschlagen. Wird ein teurer Sieg werden, hoffentlich. Was hat denn der hier? Garnisonsstärke? Steht nichts von Belagerung oder so. Drei Runden, bis die Vorräte aufgebraucht sind. Von mir oder von denen? Ach so. Dann komm, greifen wir mal an. Gucken wir mal, wie so die Schlacht auf so einer Stadt aussieht. Nebel. Nebel. Eingeschränkte Sicht. Feindliche Einheiten werden auf große Entfernung durch Nebel verdeckt. Eigentlich genau das, was wir brauchen. Wir wollen ja an die Stadt ran. Ach, das ist ein Dörfchen. Ah, gucke mal. Da hinten ist gleich die Verstärkung, hä? Oh, das ist ja... Bono, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Lass mal kurz den Heinrich überlegen. Heinrich macht gerade Gedankenspiel. Ah, versuchen wir das einfach mit denen hier. Dann. Bogenschützen. Gar nicht da. Da. Ich schütze dich noch ein bisschen. Ich auch. Ah, wo Hector brauchen wir vielleicht für die Moral. So, folgende Geschichte. Verstärkung kommt hier. Die sollen so schnell wie möglich bis hier zur Seite gehen und blockieren. Die sollen gleich angreifen und damit die Verstärkung gleich tot ist. So, jetzt machen wir mal das erste, was ich mache, ist Pause. So. Bin mal gespannt. Das wird gleich lustig werden. Ach, vielleicht... Ah, die sind schon da vorne. Egal, es muss schnell gehen. Dann zieh dich mal hier zurück. Die haben nicht viel Zeit. Der Feind bekommt Verstärkung. Wir müssen sie sehr schnell in die Zange nehmen. Ups, das waren die falschen Einheiten. Egal. Na komm, ziehen wir dich auch an, damit wir uns hier neu formieren können. Okay, es hat schon mal geklappt. Das heißt,
Ihr seid alle eine Gruppe. Und könnt euch schon mal hier umformieren. Hector kommt erstmal dahinter. Brauchen die das so lange für so einen Anführer? Hätte ich der Hector hinschicken sollen? Komm, der hat doch keine Moral. Okay, ist weg. Gut. Schwertkämpfer. Da ich keine Kavallerie, ich brauche immer was zum Flankieren. Hier machen wir euch auch mal eine Gruppe. Wir haben zwar drei Einheiten Schleuderer, aber ich werde jetzt gezielt alle auf einen hetzen. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Ja, so weit wollte ich jetzt euch nicht haben. So. Du bist ja eine Solo-Gruppe, dann kann ich die schnell hier bedienen. Das Gruppieren ging früher auch. Ich finde aber, wenn ich sie hier gruppieren kann, finde ich es viel einfacher als so vom Feld. Da habe ich mich manchmal hier mit so Maus und so verzogen. Da hast du doch eine Einheit dabei gehabt, die du nicht haben wolltest. Ich finde das aus hier besser. Vielleicht ging das früher auch und mir ist es jetzt erst aufgefallen. Aber das ist für mich jetzt persönlich die beste Erneuerung. Ja, die werden gleich zum Gegenangriff kommen. Jungs. Achso. Die haben einfach eine längere Reichweite, die Schleuderer. Okay. Okay, dann kommt wir zurück. Ich wollte ja auch nur, dass die anlocken. Okay, das dauert mir zu lang. Attacke. Eure Krieger verlieren den Mut. Ja, meine auch. Was machen die da auch für Kacke? Kommt zurück. Eure Krieger wurden in die Flucht geschlagen. Ja, Hector kommt doch gleich. Hector, zeig dir mal gleich. Gib dir mal ein bisschen Moral. So gut aus hier. Brauchen wir wirklich Hector? Hector ist ja gleich alleine. Los, Hector! Bezwingen! Trotzdem. Hier auf die Schwertkämpfer. Ah, da haben sie eine gute Salve abgekriegt. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Welche? Order and duty.
Gruppierung auflösen. Und ab in den Kampf mit euch. Sterbt. Ich glaube, mein Kollege kriegt hier gerade derbe auf die Fresse. Hier nicht gucken. Ist zum Greifen nah. Komm da weg, Hector. Töten dich. Die schweren Einheiten haben sich gut gemacht, aber... Hector, geh mal nach Hause. Ist, glaube ich, besser für dich. Ruh dich mal aus. Schlaf dich mal aus. Ich muss noch so ein bisschen Gefühl für die Einheiten kriegen. Das fehlt mir gerade irgendwie. Mehr als bei den anderen Spielen. Das hat es irgendwie eher drauf. Muss ich ehrlich sagen. So. Jetzt schlachtet nochmal alles nieder. Keine Überlebenden. Ja, dann sind wir auch durch. Verluste, aber trotzdem die Moral ist sehr schnell gebrochen. Ich würde sagen, das war gerade ein knapper Sieg. Entscheidender Sieg, ja. Ich fand ihn knapp. Hector muss ich aufpassen. Wie gesagt, bei Warhammer können die irgendwie... Kannst du mal so einen Held gegen eine komplette Einheit laufen lassen? Kann sogar sein, dass der Held dann die komplette Einheit wegräumt. Wenn du... mit Stormangriff hast und solche Geschichten. Oder Erschütterung. Es gab da so große Echsenviecher, da konntest du wirklich... Ich weiß nicht, ob es Erschütterung hieß, aber da ist die Moral komplett durchgebrochen. Es ist wie so ein Elefant, der durch so eine Reihe ja, Soldaten durchmarschiert. Und das ist Hector definitiv nicht. Ich habe es eigentlich am Anfang des Videos auch gesagt, aber ich habe mich nicht dran gehalten. So, besetzen. Was bringt denn das? Ist ja schlecht. Minus ausrauben, plündern. Wird eigentlich besetzen, ja. My experience grows. Vielleicht kann ich ja mit den Bärentypen da handeln. Sagen, hier, ihr kriegt den Scheiß, wir kriegen den Scheiß. Und Cordus ist dahin. Eigenschaft von Hector. 5% Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Sowas finde ich gut. Ah, es gibt davon 3 Stufen. Ne? Bis maximal 10. Weil wir müssen ja noch auf Lesbos. Ja. Aber Griechenland ist es gar nicht, ne? Naja. Gut. Ja. Also das, was ich bisher gesehen habe, ist eher mittelmäßig.
finde ich. Aber ich habe es umsonst gekriegt. Also ich kann mich da eigentlich nicht beschweren. Na, also für 50 Euro hätte ich es mir wahrscheinlich nicht gekauft, weil auch die Zeit der Griechen mich eigentlich nicht so interessiert. Hier war ich jetzt enttäuscht, dass es kein Schiff, dass ich nicht mit Schiffen an Land kommen musste. Weil ich bin ja quasi, hätte sein können, ich war ja gerade auf die Erde, aufs Land übergetreten. Es hätte auch sein können, dass der mich quasi überrascht. Er hat mich ja sowieso überrascht, hat mich gleich einen Krieg, gleich angegriffen. Aber hätte sein können, dass ich erst mit den Schiffen ans Land kommen muss. Und er hätte in der Zeit Zeit gehabt, meine Boote in Brand zu setzen. Hätte ich auch gut gefunden. Das hätte ich jetzt von der KI auch nicht erwartet, dass sie mich gleich angreift. Aber finde ich gut. Gut, ansonsten, ich finde es. Vielleicht muss ich mich auch mehr mit einspielen. Das Setting ist auch. Vielleicht muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Das kann auch so sein. Aber ansonsten, wie gesagt, geschenktes Maul. Ne? Da guckt man nicht ins Maul oder so. Egal. Es ist zu warm. 29 Grad jetzt und ich mache jetzt Feierabend. Wie gesagt, nächste Woche sind wir auf kurzem Urlaub und kühlen uns ab. Und ich hoffe. Das Wetter gibt einen Umschwung und es fängt an zu pissen und Dauerregen. Da kann man wieder wunderbar aufnehmen. Ja, ansonsten wünsche ich euch, ja, bleibt gesund. Ein paar kühle Tage noch und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.